So Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. Heute mit dem Heimspiel Hannover 96 gegen VfL Osnabrück. Ja, im letzten Part haben wir gegen Dresden gespielt, haben wir 6:1 gewonnen. Danach habe ich ja offscreen die beiden Länderspiele gemacht, habe 7:1 gegen Belgien geschafft und einen 1:0 Sieg gegen Russland. Heute geht es weiter mit Osnabrück und dann kommt Karlsruhe und dann kommen wir zum Nordderby im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Da freue ich mich schon drauf. Aber wie es aussieht, haben wir einen verletzten Spieler. Naja, okay. Gut, dass das nächste Länderspiel erst in ein paar Wochen ist. Ja, wir haben... sind immer noch Tabellenführer mit 5 Punkten vor Nürnberg. Hoffentlich können wir die Führung heute weiter ausbauen. Das werden wir gleich sehen. Da steht schon Osnabrück mit schwerer Aufgabe gegen Hannover. Also ja, für Osnabrück wird es richtig schwer. Aber mal gucken. So Leute, ich werde jetzt die Aufstellung machen und wie immer wird nebenbei die Hymne kommen. Da ist ein Handspiel, ist die Hymne von Hannover 96 und in 3,5 Minuten sehen wir uns dann wieder im Stadion. Bis gleich. Grüßt euch. Grüßt euch. Niemals allein. Oder schneit. Nicht nur an guten Tagen, wenn die Sonne scheint, 96, alte Liebe. Rot ist viel besser als genau. Lass die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Wir gehen aber hier. 96, HSV. Manchmal geht es nicht so, wie man will. Aber unsere Liebe steht, deswegen noch nicht still. Tränen können fließen, der größte Not. Rudern wir gemeinsam im roten Fußballboot. 96, alte Liebe. Ist es sehr viel besser als gelb-blau. Blau, gelb! Dass die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Wir sind immer bei dir, 96 HSV. Immer bei dir, 96 HSV. Immer bei dir, 96 HSV.
Herzlich willkommen in der HDI Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Ja, dann gucken wir mal, ob das spannend wird. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Und so gehen es die Hannoveraner an. Wir sehen sie heute in einem 4-3-3 mit falscher 9. Und damit der Stürmer in der Mitte etwas zurückgezogen. Da geht es entsprechend drum, spielerisch bekommen. Das könnte die Führung geben. Klasse Pass. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Marc Haider, Paschkim Rennecke. Das könnte die Chance werden. Vorne jetzt die Balleroberung. Ball an den langen Pfosten. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Und das ist der Ballverlust. Nico Granatowski fängt diesen Ball ab. Auswärts konnten sie zuletzt gewinnen. Auf der Leistung wollen sie aufbauen. Und da stand am Ende ein sagenhaftes 6:1 auf der Anzeigetafel. Also das riecht ja danach, dass wir heute wieder mit vielen Toren rechnen können. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Ecke in die Mitte. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gute Aktion. Jetzt kann er die Flanke bringen. Geht dazwischen und hat den Ball. Was macht er draus? Ja, könnte was werden. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Den Ball holt er gut verteidigt. Gefährlich. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kein Problem für den Torhüter. Marvin Bakalorz. Jannis Horn. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, mit viel Übersicht. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Sieht gefährlich aus. Schuss! Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Da ist Platz auf dem Flügel. Klasse Pass. Macht er gut. Jetzt ist es gefährlich. Kann er was draus machen? Ja, da ist Platz jetzt. Ecke kommt. Bei dem Eckball ist er da. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Da ist der Ball weg. Gut gesehen, das war abseits.
der Ballverlust. Gute Aktion. In den freien Raum. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Da passt er auf und kann klären. Was macht er draus? Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit drüber. Marvin Bakalorz. Ja, könnte was werden. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Gefährlich. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Der Ball kommt rein. Da sind Sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Und jetzt vielleicht die Chance. Gibt Ecke. Nächste Ecke jetzt. Ecke in den Strafraum. Sie machen schon sehr früh Druck. Jetzt ist die Kugel weg. Gute Aktion. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt zehnten Applaus. Kann er was draus machen? Ja, sie können erstmal klären. Chance zum Konter jetzt. Klasse Zuspiel. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Schönes Zuspiel hier. Was macht er draus? Die Riesenchance. Und da ist das 1-0. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Den Ball macht er natürlich. Das war nicht wirklich schwierig auf der Distanz. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Guter Pass, so machen Sie das Spiel breit. Kevin Wolze. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Vielleicht der Ausgleich. Nee, den Ball trifft er nicht. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Paschkim Rennecke. Jetzt ist es gefährlich. Gefährlich. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Die Ecke kommt rein. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Jetzt der Ballverlust. Marc Haider. Sieht gefährlich aus. Jetzt die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Voller Einsatz. Jetzt der Schuss. Das Tor ist komplett frei. Da ist der Treffer.
Da konnte ich nichts gegen machen. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Vorcheck erarbeitet. Druck gemacht, draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Für Treffer auf ganz kurzer Entfernung. Ja, da ist es gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann so, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Geht mal aus einer anderen Kameraperspektive. Einseits wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Unentschieden bisher, dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Kann er was draus machen? Da verlieren sie den Ball. Gute Aktion. Ja, könnte was werden. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Macht er gut. Was macht er draus? Schönes Zuspiel. Klasse Pass. Gute Chance. Und das 3-1. Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor. Alles richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball blitzschnell nach vorne gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Und genauso muss man auch einen Gegentreffer abholen. Perfekte Reaktion. Sie haben sich kurz geschüttelt und dann selbst wieder die Initiative ergriffen. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Viel Platz jetzt auf außen. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Ja, da müssen Sie aufpassen. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Der Ballverlust. Weg ist der Ball. Sie kommen über den Flügel. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Nach Durchgang 1 steht es hier 2-1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die... Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen jetzt, es ist eine richtig spannende Partie. Aber gucken wir mal, wie es in der zweiten Hälfte läuft. So, auswechseln will ich erstmal noch nicht. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Jetzt der Ballverlust. Da ist Platz. Tolles Zuspiel. Klasse gemacht. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig. Chance lebt noch. Gefährlich. Eben. Spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. So, Platz für die Flanke. Super dazwischen gegangen. Sie verlieren den Ball. Jetzt können sie vielleicht kontern. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Klasse Zuspiel. Kann er was draus machen? Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Da verlieren sie den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Weiter gefährlich. Hätte gefährlich werden können, gut, dass sie da klären.
Er hält den Rückstand mit dieser tollen Parade hier im Rahmen wichtig. Und da bedanken sie sich zu Recht bei ihm. Klasse Technik. Chance zum Konter jetzt. Nico Granatowski. Und damit ist der Ball weg. Guter Vorstoß, kann was werden. Er geht energisch dazwischen. Ja, vielversprechende Aktion. Die Riesenchance, den hält er. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Das war eine Riesenparade, ganz wichtig. Das wäre natürlich schon ein deutlicher Rückschritt. Flanke an den kurzen Pfosten. Pfosten. Und der Ausgleich. Das ist der Treffer. Kein Tor. Auf Abseits entschieden. Hoch gesehen. Sorry. Richtige Entscheidung. Abseits. Ich dachte schon. Da kommt nochmal die Wiederholung. Ja, klare Nummer. Da steht er eindeutig im Abseits. Alles richtig gemacht vom Assistenten. Viel Pech natürlich, nur der Alu-Treffer und das wäre der Ausgleich gewesen. Es hat nicht viel gefehlt und sie wären wieder drin gewesen in diesem Spiel. Jetzt der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt könnte er flanken. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Marc Haider. Sie verlieren den Ball. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Kann passieren. Seine Pässe kamen heute so gut. Da ist ein Fehlpass auch mal zu verschmerzen. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Was macht er draus? Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Ballverlust. Sie haben Platz. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Den spielt er gut und jetzt wird's Was für eine Parade! Oh, wir machen auch eine Auswechslung. Kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Jose Vélez. Kann er was draus machen? Ballverlust. Er spielt den Pass auf den Flügel. Macht er gut. Da hat er klasse gearbeitet. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das könnte was werden jetzt. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Und da gibt es jetzt den Einwurf. Beim VfL Osnabrück wird es eine Auswechslung geben, Buschi. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Hernandez. Ja, könnte was werden. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Und das ist der Ballverlust. So, die letzten 15 Minuten jetzt.
Gute Aktion. Geht da voll in diesen Zweikampf. Ja, das sieht gut aus. Marc Haider. Das gibt einen Einwurf. Eine gute Leistung heute von ihm. Und jetzt hat er Feierabend. Kommt jetzt die Flanke rein. Und die Balleroberung. Wichtig. Hernandez. Auf außen ist Platz. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Könnte der Ausgleich sein. Ganz stark abgeblockt. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das super Pass. Sieht gefährlich aus. Und jetzt die Chance. Da war die. Noch ist die Chance da. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Macht er gut. Marc Haider. Regulär sind es noch 7 Minuten. David Blacher. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Wir wechseln nochmal aus. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Fängt diesen Ball ab. Klasse Pass. Gefährlich. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Kurz vor Schluss. Das könnte die Entscheidung werden. Ecke. Da kommt die Ecke. Knapp daneben. Und das ist in dieser Situation doppelt ärgerlich. Ja, ein Tor wäre gerade jetzt enorm wichtig gewesen. Kevin Wolze. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gute Aktion. Super Tackling. Viel Platz jetzt auf außen. Ja, könnte was werden. Kann er was draus machen. Und das ist der Ballverlust. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Da sollte er auch nicht hin. David Blacher. Wird es hier nochmal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Weiter gefährlich. Sie haben den Ball. Erstmal durchatmen, aber die Parade gehen. Ende. Und da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. Völlig ganz verdient der Sieg. Spiel, und auch spielerisch haben sie heute überzeugt. Was für eine Offensivleistung. Ein Feuerwerk. Deutlicher Sieg heute in dieser Partie. Sie konnten hier 2 Tore erzielen, eine gute Leistung. Okay, also. Macht er gut. Ungefähr sowas hatte ich schon erwartet, dass es so spannend wird. Immer wenn ich eigentlich nicht kann, und selbstverständlich lasse ich auch bei 6 mein 96 Trikot an. Gucken wir uns nochmal die Tore jetzt an.
Frage der Zeit. Und meistens hat's gereicht. Die Küsten waren schon früher Werner, Bischof, Sigi, Reich. Berlin 2 und Mönch, Norden, Tage, Mönch. Und es ist der 2-0. Begonnen, Ordnung von ihm. Der Dutchman, finally, geht's in die Jungs. Sie was und ich. Und die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Vorleiter, jetzt der Schuss. Das Tor ist komplett frei. Da ist der Treffer. Und dieses Tor hat sich mit ihrem starken Vorchecking erarbeitet. Druck gemacht, draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Was macht er noch? Schöne Zuspiel. Klasse Pass. Gute Chance. Und was für ein Tor, alles richtig gemacht, Lücke erkannt, Ball blitzschnell nach vorne gebracht und dann der perfekte Abschluss, klasse. Hannover ist dabei, wir siegen gegen Schalke, Dortmund, Hertha. Und die Scheiß Bayern. Gut, das Tor wurde ja zurückgenommen wegen Abseits. Jetzt zum Unterschied. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, kein Problem. Die Frage haben Sie auch schon die letzten Male gestellt. Und ich sage immer dasselbe. Danke, dass Sie bei uns waren. Mal erzielt. Erstes Saisontor. Gut, als nächstes muss ich aber... Ja, das würden wir natürlich machen. Das machen wir aber erst im nächsten Part, denn ich werde da ein paar von den Top-Spielern rausnehmen, damit die fit für das DFB-Pokalspiel sind. Also wer gegen Kassel spielt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Da muss ich jetzt nochmal überblicken. Sanogo, der war eingewechselt. Gegen Enke. Maravicchia gegen Enke. Trochowski gegen Enke. Fantastisch. Die Leistung der 96. Ja, wir sind, dass wir schon mal zwei Ziele erreicht haben. Gut, Leute, das war's denn von mir. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder gegen den KSC Karlsruhe. Das war's von mir. Bis dann.